Und damit hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Apple CEO. Ja, wir haben schon die Zweistelligkeit mit der letzten Folge erreicht und wir haben auch schon die 11 erreicht. Die erste Schnapszahl sozusagen. So, in der letzten Folge hatte ich ja so ein bisschen mal euch gefragt, quasi, was ihr sagt zu den ganzen Fluggesellschaften. Also quasi hier mit den ganzen alten Fluggesellschaften, welche jetzt vielleicht nicht mehr da sind, die historisch sind, also wie zum Beispiel LTU. Oder hier weiter unten haben wir Hamburg International, Germania, Air Berlin. So, da hatte, also war so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also hier auch die Lauda Air zum Beispiel ist ja historisch. Ja, der gute Smartphone hat geschrieben, Lauda Air und Niki möchte er nicht unbedingt sehen. Kann ich verstehen vielleicht. Sind auch nicht unbedingt, also Lauda Air war auch für eher so eine Spaß-Airline, die ich reingenommen habe. Niki war schon eher wegen Air Berlin im Zusammenhang. So, aber halt im Weiteren quasi bekanntere alte Fluggesellschaften wollte er gerne sehen. Irgendwelche Unbekannten, also ich glaube, ich sehe jetzt hier keine Unbekannte. Nee, nicht so wirklich. Also ja, Level ist nicht so bekannt. Die gibt es ja inzwischen auch nicht mehr. Dann, was haben wir noch? Welche nicht mehr existiert und unbekannt ist. Ja, an sich Germania, Hamburg International, ja, sind halt ein bisschen ältere Fluggesellschaften. BMI kennt man vielleicht nicht. Deswegen, also da werde ich definitiv mal dann ein bisschen schauen, was man da wirklich nehmen könnte. Deswegen, was auf jeden Fall gewünscht war, war die Air Berlin. Und der gute Matti hatte auch vorgeschlagen, als eine erste Fluggesellschaft Alitalia. Und die gute Evelo, wenn ich sie finde. Nee, ist das Problem, wenn man so viele Fluggesellschaften hier hat. Ich glaube, die war weiter unten irgendwo, oder? Nee. Hilfe, doch da. Deswegen, also da muss ich sagen, später gerne, aktuell noch nicht, weil da haben wir nur ein einziges mittelgroßes Flugzeug, wo die Lackierung immer gleich ist. Ist ein bisschen langweilig. Von daher würde ich sagen, fangen wir mit der guten Alitalia an. So, und damit dann auch wir da mal Flüge kriegen, was auch mal in Zeit auch laufen. Die hatte ich gerade für die Größe erstmal gestoppt und damit wir hier ein bisschen durchgehen können. So, und dann hier die Air Berlin ist dahin gewandert. Nehmen wir auch die Air Berlin, die nur mittelgroße Flugzeuge hat. Damit haben wir da schon mal eine bunte Auswahl. Und mich wundert es, warum hier noch eine E170 und E190 steht, weil die hatte ich eigentlich rausgenommen. Ja, dann weiß ich, woran es liegt, weil ich habe sie nicht rausgelöscht in der Textdatei. Weil an sich habe ich ja alle Fluggesellschaften irgendwie so ein bisschen zusammengemoddet. Und da habe ich das so irgendwie übersehen. Und dann kam auch noch der Vorschlag, exotische Fluggesellschaften reinzunehmen. An sich, ich habe zwei exotische Fluggesellschaften drin. Die sind jetzt hier aber noch nicht irgendwie aufgelistet. Die eine kann lustig werden, die zweite ist auch eine wirklich fliegen, also die eine ist keine eine ausgedachte Fluggesellschaft, die aber mit dem Spiel, was auch auf Kanal hier zu sehen ist, ein bisschen in Berührung kommt. Von daher werde ich die auch definitiv reinnehmen, weil sie ein bisschen mal das Ganze auflockert. Und die zweite exotische Fluggesellschaft ist die gute All Nippon Airline, nee, All Nippon Airways, abgekürzt ANA. Die fliegen ja mit ihren Star Wars Fliegern oder mit den Schildkröten auf den A380s durch die Welt. Die werden wir dann auch rufen. Und ich sehe gerade, wir haben die TUI Fly. Da kann ich nicht nein sagen, muss ich es akzeptieren. Weil TUI Fly hat insgesamt 10 verschiedene Lackierungen in meiner Form. Und wenn die für alle fliegen, wird lustig. So, ich sehe gerade, wir haben ab heute Nacht direkt eine Alitalia und zwei Air Berlin Flüge. Beide 737-800. Muss nicht heißen, dass die gleiche Lackierung haben. Weil zum Beispiel bei der 737-800 habe ich einmal die Standard Air Berlin Lackierung und natürlich eine Sonderlackierung, die One World, so wie sie auch in echt geflogen sind. Deswegen, ich habe also versucht, so ein bisschen halt darauf zu achten, dass auch die Fluggesellschaften wie in echt fliegen können. Oder wie in echt bei uns fliegen. So, und damit wir die Air Berlin und Alitalia auch dann relativ schnell zu Gesicht bekommen, würde ich mal sagen, springen wir mal schnell vor, damit wir die auch noch heute sehen. Wobei die Folge ist erst ein paar Minuten alt, von daher sollten wir es auf jeden Fall sehen. Fällt mir gerade so ein,
Wir haben ja jetzt hier so schön die eine Airport Lounge, aber wir könnten hier noch einerseits eine Airport Lounge hinsetzen, andererseits haben wir ja auch wieder ein bisschen geforscht gehabt. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen ins Geschäft machen. Okay, ich gucke jetzt nochmal hier in unsere Forschung. Deswegen Nachtflüge sind inzwischen dadurch möglich und der Maverick Tankwagen würde ich gleich mal auf die Fjord-Sattelzüge gehen. Und auch auf ein mittleres Treibstoffdepot. Wenn wir jetzt größere Flüge haben, brauchen wir definitiv mehr Treibstoff. Weil ein Flugzeug braucht einen Tankwagen voll teilweise. Also das braucht auf jeden Fall ordentlich was. Ja, und was man jetzt gerade, wo ich gerade auch nochmal eingehen kann, der gute Matti hat auch gefragt, was ich denn so in den E-Mails erhalte. Das sind an sich die Wirtschafts- und Betriebsberichte. Ist quasi nur die, was ich eingenommen habe. Ich kann die einfach mal vorlesen. Also, hallo Nils Airport, da fehlt ein Leerzeichen, fällt mir gerade so auf. Da folgt der heutige Wirtschaftsbericht und eine Bilanz der Einnahmen und Ausgaben für den gesamten Arbeitstag. So, das heißt, das Gesamteinkommen beträgt 1,598 noch was Millionen. Dann die Flugzeuginfrastrukturgebühren sind 234.000. Enteisung, Bordverpflegung und so weiter. Kosten von ca. 40.000 Euro und so wird das Ganze alles aufgelistet. Quasi und dann hat man am Ende eine heutige Baubilanz ohne Baukosten. Also Bauen wird nicht mit reingerechnet. Und das steht dann hier in der E-Mail. Ich sag mal so, klar, man kann die lesen. Theoretisch, in echt würde man die auch lesen. Ich sag mir, ich müsste die jetzt nicht unbedingt lesen. So, heutiger Tagesbericht, kann man auch nochmal reinschauen. Quasi Flugbetrieb. Das sind hier schon interessantere Zahlen. Heute hatten wir insgesamt 486 Passagiere. Davon 0 Gepäckstücke, verteilt auf 67 Flügen. Darunter 39 General Aviation Flüge, 28 Linienflüge, die abgefertigt wurden. Die Flughafenbewertung ist bei 77. Und, Okay. Durchschnittliche Flughafenbewertung ist 77% und unsere durchschnittliche Flughafenbewertung ist 76%. Macht irgendwie keinen Sinn gerade, oder? Ist doch doppelt. Naja, was auch immer die damit meinen. Zumindest hier Flugbetrieb quasi. Wie viele Gesamtflüge, Kleinflugzeuge, mittelgroße und Großraumflugzeuge. Wie viele Flugzeuge aufgetankt wurden. Schön, dass es 68 und 67. Flugzeuge mit Bordverpflegung versorgt, 1. Flugzeuge in Eis 14. Aktuelle General Aviation Bewertung, durchschnittliche Bewertung, aktuelle Airline Bewertung, durchschnittliche Bewertung und so weiter. Das sind halt alles irgendwelche Statistiken, die wir uns hier quasi in dem Betriebsbericht anschauen können. Und das sind halt so, na genau, hier Wetter kriegen wir auch noch, Konstruktion, was gebaut wurde. Nee, aber zumindest sind das halt alles mögliche an Daten, die wir in den E-Mails kriegen. Und dann hier zum Beispiel bei Notfällen, Vorfallbericht, Flugkonstruktion, Risikoanalyse, habe ich gebeten, natürlich, der ganze Abschaffung, Projektfolge. Ja, es sind halt immer dann so ein bisschen Sondersachen. Oh, und ich sehe gerade, unsere erste Airline ist angekommen. Mittlerweile dort gelandet. Dort ist auch direkt schon die zweite Airline gelandet. So, jetzt wird der Flughafen. Ist doch herrlich. Jetzt mal hier ein bisschen Betrieb zu sehen. Vor allem nicht ziemlich viel Historie, die wir gerade hier haben. So, deswegen hier kommt jetzt auch der Tankwagen drauf. Ne, ich werde nicht drauf, der setzt zu der. Den auftanken. 55 Leute ankommen, 50 steigen ein. Hier sieht man halt, der verbraucht dann doch schon ordentlich was an der da 1 Fuel. Da ist dann doch das kleine Tanklager irgendwann doch ein bisschen wenig. Jo, und gerade eben dürfte... Ne, ist was gestartet. Kann sein. Die Alitalia, wann kommt die? Um 22.45 Uhr. Ne, 22.50 Uhr. Da ist sie auch schon gelandet. Ja, schauen wir uns auch die Flüge an. Das ist ein
20 auf dem Schiffer. Fliegen. Da drüben fliegen weiter und so fleißig die ganzen kleinen Privatflieger. So, ich bin gespannt, wie viel Fly, wenn die hier mal morgen kommen. Ja, die kommen mal so davon. Ist herrlich, wenn man endlich mal wieder richtig große Flugbetriebe hat. Dadurch, dass die halt hier dann beim Warten immer so ein bisschen konzentriert sind. So, da geht auch die erste schon wieder raus. Bei der zweiten ist Boarding und die dritte ist Stegtrabe. So, aber wir haben ja gleich auch dann wieder die hier, die Tui Fly und Air Berlin, die gleichzeitig landen. Also ab jetzt haben wir auch ordentlich Flugbetrieb. Also, was bekommen wir? Ein A320, noch ein A320, 321. Und dort kommt die erste Boeing 737-800. Also an sich, die 10 verschiedenen Lackierungen habe ich bei der Boeing 737-800, ist ja auch der Hauptflugzeugtyp von TuiFly. Ein A320, ja, er ist so geflogen in den Sommer, in der Sommerzeit, halt einfach mit TUI-Titel drauf. Und das sehen wir gerade, wir haben quasi jetzt wieder mal eine E-Mail bekommen, wo uns gesagt wird, das Projekt ist abgeschlossen. Wobei das nicht hier bei der E-Mail direkt quasi dort im Posteingang gezeigt wird, sondern das ist halt quasi eine Nachricht, die Benachrichtigungstipp. Ich habe es vergessen. So, hochklassige Restaurants. Automatisierung, was kann der? Ja, Automatisierung wäre auf jeden Fall interessant, aber denke ich mal aktuell noch nicht so sehr benötigt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, damit die Flugzeuge nicht unbedingt durchstarten. Und ich habe es vergessen, dass wir hier auch Leute zur Seite müssen. So, wir haben noch 6 Leute frei. Zack, 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 zack. Können wir da noch reinsetzen. So, und was haben wir jetzt hier? Wir haben den großen Flugverkehrskontrollturm. Den brauchen wir, glaube ich, aktuell noch nicht. So, aktuell, unsere Bilanz sieht eher mau aus. Wir machen nicht so wirklich Plus, von daher würde ich sagen, wir können mal die ganzen Bauarbeiter nach Hause schicken, weil wir brauchen sie aktuell nicht. Entlasse 100 Bauarbeiter. Alle weg. Können wir Geld sparen. Oder, naja, wobei, vielleicht 10 sollten wir uns dann doch lassen. Weil wenn wir gleich Bauarbeiter aufbauen wollen, also hier, na, hier irgendwie hier Restaurants oder sowas bauen, dann brauchen wir dann doch auch mal, zumindest um Ladentheken und sowas zu bauen, leider auch Bauarbeiter. So, wie gesagt, bauen unseren ersten Shop hier. Erstmal ein bisschen kleiner. Aktuell haben wir nicht so die Kundschaft, wo wir jetzt hier gucken. Hier unten ist der Schalter. Das ist die Ladentheke. Hier. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Sachen, was aber auch unterschiedliche Baukassen beinhaltet. Deswegen, also hier quasi einfache Waren, schönes, an die Wand montierte Waren, also keine Ahnung genau, was das bedeutet. Das Regal quasi ist dann eine hochwertige Ware, die man dann am besten direkt schon auf Eingang ziehen. Die ganzen mittelgroßen Tische haben wir kein Geld für. Wir brauchen Geld. Ach ja, und ist ja gerade hier ein Air Berlin Flug an sich auf unserem Gate B2. Da habe ich so ein bisschen geschummelt. Da habe ich die EZ Regional mit reingenommen. EZ Regional ist zeitweise mit Flüge für Air Berlin geflogen. Habe ich auch live miterlebt, als die das geflogen sind. Ist nur halt kein Gericht für Air Berlin, aber ich wollte nicht noch eine Fluggesellschaft einzeln reinnehmen, die gar nicht existiert. Habe die dann einfach hier mit reinkopiert. Also theoretisch könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Theoretisch war ja quasi Air Berlin hat ja auch keine Embraer 190, 170, weiß ich gar nicht, ob die vielleicht zufällig einfach schon kommen. Ne, alles Boeing 737. Dass sich die Niki dann statt
quasi als eigene Fluggesellschaft dort mit reinnehme. Also quasi, dass die auch bei Air Berlin einfach mitfliegt. Weil an sich Niki Air Berlin, das war ja eine große Partnerschaft, von daher schreibt mal, wie ihr das seht, ob ich die vielleicht miteinander kombinieren soll, auch so wie ich es jetzt hier schon mit Air Berlin und Etihad Regional gemacht habe. Weil es waren halt Partnerschaften, wo quasi einfach die Flugzeuge so miteinander ein bisschen ausgetauscht wurden. Deswegen, schreibt gerne in die Kommentare. So, und mit der Aufforderung, dass ihr Sachen in die Kommentare schreibt, würde ich dann auch wieder sagen, dass wir das Spiel für heute erstmal beenden. Das heißt, ihr seht noch keine der schönen Tui-Sonderlackierung. Dazu müsstet ihr in der nächsten Folge einschalten. Und genauso werden wir in der nächsten Folge unseren ersten Ladenbereich, unseren ersten Shop eröffnen. Und damit sage ich dann erstmal bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.